Das hier war das Werksgasthaus der Gute Hoffnungshütte AG. Aber welches Parkett könnte sich schöner dafür eignen, zu diesem Austausch zwischen Unternehmen, zwischen Handwerk, zwischen Wirtschaft und sozialen, gemeinnützigen Institutionen und Initiativen zu kommen? Pro Domo danke ich allen Kolleginnen. Das ist eine Arbeitseinheit der Stadt Oberhaus, die ausschließlich aus Mitarbeiterinnen besteht, nämlich des Berufs für Chancengleichheit, die den Abend heute mit vorbereitet haben. Danke Ihnen allen, ganz viel Spaß beim Handeln. Schließen Sie Kontrakte. Glück auf. Sie dürfen. Wir freuen uns sehr, hier in Oberhausen zu sein. Es ist eine ganz tolle Location mit vielen Engagierten, mit tollen Ideen für Projekte. Und ich finde, das ist eine sehr lebendige und schöne Atmosphäre hier. Ja, wir sind vom Franz-Sales-Haus. Das ist eine Einrichtung in Essen für Menschen mit Behinderungen. Wir haben Rückenmassagen geschenkt bekommen. Zum Beispiel habe ich gerade ein Angebot bekommen für meine Arbeitskollegen, dass die Probleme mit dem Rücken haben, dass sie wiederum eine Gesundheitsförderung kriegen. Und im ganzen Jahr verdient man wirklich nicht viel Geld. Das sind alles Leute, die das mit Herzblut machen. Und gerade denen ein kleines Geschenk machen zu können, das fände ich super. Ich persönlich vertreibe medizinische Therapieliegen, mit denen wir Massage, Physiotherapie an den Endanwender anbieten. Wir suchen eigentlich alles. Wir können alles gebrauchen. Wir haben jetzt mal gesagt, wir fragen nach Werkzeugen und Regalen. Wir haben schon Erfolge feiern können. Wir haben einen Musiknachmittag für unseren Klienten. Wir haben für unsere Mitarbeiter Massagen bekommen. Und ich glaube, das ist ganz erfolgreich. Und wir haben ein Gewächshaus für unsere Einrichtung bekommen. Ich habe schon ein paar Matches geschafft. Ich gerade gucke. LabDuo.org, das ist ja ein Unternehmen, die gerne im Computer-Laptop-Bereich freigeben. Da war ich auch schon erfolgreich. Wir sind schon zum zweiten Mal beim Ruhrdax. Und unser Anliegen ist halt die ehrenamtliche Unterstützung, zum Beispiel im Bereich der Gartenarbeit in Friedensdorf. Wir haben schon das eine oder andere Match gefunden. Es ist, weil es halt sehr neu für uns ist, man muss sich erstmal herantasten, denn das ist ja wirklich absolutes Neuland. Wie geht man auf die Menschen zu, ne, ohne aufdringlich zu wirken? Ich bin heute das erste Mal hier. Wenn man das Engagement der Ehrenämtler sieht, das ist der Wahnsinn. Und ich bin ganz begeistert, was hier alles geboten wird und auf die Beine gestellt worden ist. Ja, bin einfach super froh, dass es so eine Veranstaltung gibt, wo so Unternehmen mit Leuten von sozialen Einrichtungen zusammenkommen.